guten Abend in den USA, Thanksgiving, da gibt es heute Truthahn und ja, der Rest wusste nicht so richtig, was mit dem Tag anzufangen. So könnte man vielleicht am ehesten den heutigen Tag zusammenfassen. Viel Go hat es nicht gegeben, was hat es gegeben, und hat Charts angewinnen in den Orientierung. Trotzdem mit einem neuen High, also es lohnt sich auch heute mal auf den Dow Jones zu schauen, was wir natürlich auch machen. Und der US-Dollar hat so ein bisschen eine Verschnaufspause heute mal eingelegt. Als erstes schauen wir natürlich auf die Daten, die gab es heute trotzdem. BIP aus Deutschland, wie erwartet, in der zweiten Lesung fürs dritte Quartal. Da steht bei TradingView irgendwas vom vierten Quartal. Das läuft noch, da kann man zurzeit eher noch nicht keine Daten für erheben. Deswegen ist das auch das dritte Quartal erst. Im Vergleich zum Vorjahr nur 1,5%, das ist nicht wirklich gut. Das muss man mal so ganz klar sagen. Im zweiten Quartal waren wir zum Vorjahr noch auf 3,1%. Das sieht dann schon ein bisschen netter aus irgendwie. Der Ifo-Geschäftsklimaindex aber eigentlich ganz gut. Wobei die Geschäftserwartungen ein bisschen unter den Erwartungen waren. Die aktuelle Lage wurde etwas positiver bewertet. Das kennen wir schon von vielen, vielen Vormonaten. So, dann hat die türkische Notenbank heute mal die Zinsen angehoben und der Sultan aus Ankara, also Herr Erdogan, hat dann auch entsprechend klar losgepoltert und hat von Intervention geredet. Nun ja, ob er damit der türkischen Wirtschaft und der türkischen Lira einen Gefallen getan hat, sei mal dahingestellt. Wir schauen uns das dann auch gleich mal an, was das gebracht hat, nämlich eher nichts. Die GfK hat das Konsumklima für Deutschland festgestellt. Die Konsumlaune in Deutschland kurz vor Weihnachten ist ziemlich gut. Das ist ja erfreulich für den Einzelhandel. Zinsentscheidung aus Südafrika, wie erwartet, keine Änderung. Und das, obwohl das Land auch in einer schweren Krise ist und durchaus auch unter Druck steht aufgrund des starken US-Dollars. Einzelhandelsumsätze aus Mexiko 8,1%. In Mexiko hat heute die Zentralbank die BIP-Prognose fürs nächste Jahr von 2 bis 3% auf 1,5 bis 2,5% gesenkt, also alles auch nicht so gut, hat den Peso auch nicht weiter bewegt. Schauen wir uns auch gleich an. Aber wir beginnen natürlich mit dem Dow Jones und da sehen wir schon die blaue Linie, die ist ja bei 19.070. Das war so das All-Time-High von gestern, als ich die Sendung aufgezeichnet habe. Danach gab es ja dann nochmal sowieso einen kleinen Peak bis fast 19.100 und heute sind wir dann über die 19.100 drüber gekommen. Neuer Spitzenstand hier 19.137 zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Um 17:25 Uhr. Und dann hatten wir auch noch das DAX, den DAX natürlich, der hat sich also heute auch kaum bewegt. Die senkrechte hellgraue Linie da, einer 24, das war heute der Start. Wir sehen, es hat sich ein bisschen bewegt, aber ja, am Ende ist eigentlich nichts rausgekommen. 0,06% waren es vorhin, kurz vor Schluss des Parketthandels. Zumindest zum Ende des Futures gestern. Ja, also da bewegt sich nicht wirklich viel und auch beim US-Dollar hat sich heute nicht viel bewegt. Wir haben heute mal kurz die 102 anvisiert und touchiert, dann ging es wieder ein bisschen rückwärts. Also Konsolidierung zurzeit, aber das ist nicht wirklich jetzt bärisch oder irgendwas, sondern das ist wirklich reine Konsolidierung. Wir bleiben weiter über der Wolke. Also hier kann man zurzeit nicht sagen, dass jetzt demnächst die große Umkehr stattfindet. Demzufolge auch bei Euro US-Dollar nicht, obwohl der Euro heute mal ein ganz klein wenig sich erholt hat. Ist nochmal von der 1,0517 weggekommen hier von der Unterstützung, die er ja dann auch schon heute angetestet hatte. Ja, aber wir bleiben unter der Wolke und wenn wir uns das ganze Chartbild anschauen, wir müssten schon ein ganzes Stück klettern, damit man hier von einer Umkehr sprechen kann. Erst der Widerstand sicherlich so im Bereich 1,06, 60, 70 herum. Wichtiger könnte so die Region um 1,08, 15 bis 1,08, 50 herum sein. Das könnte dann tatsächlich, wenn wir da drüber kämen, dann könnte man tatsächlich davon sprechen, dass wir vielleicht die Chance haben, auch noch bis zum übergeordneten Abwärtstrend, den wir jetzt mal hier im Wochenchart auch sehen, der ist so ungefähr bei, das sieht man im Wochenchart doch nicht so richtig gut, lassen wir mal doch nochmal den Stundenchart schnell hier schauen. Bei 1,1140 liegt der nämlich, genauso sieht es dann auch im Daily aus. Ich wollte aber den Wochenchart mal zeigen, weil wir dann hier nämlich sehen, dass wir bei der 1,0470 nochmal eine kleine Unterstützung haben. Das ist das Tief aus dem Jahr 2015
Und dann haben wir noch den Monatschart heute mal mit dabei, weil ich dachte mir, wir müssen ja eigentlich mal schauen, wo die nächsten Ziele sind. Ist das nächste Ziel schon die Parität? Ja oder nein? Nein, das ist sie noch nicht. Ich habe hier zwei rote Pfeile. Da habe ich noch zwei Wolkenmarkierungen gefunden, die vom Ichimoku-Seite auf alle Fälle mal eine Unterstützung bieten sollten. Und die liegen dann eben bei 103 und 1.0070. Juhu, wenn wir die 1.0070 schaffen, ist allerdings, wäre es schon ziemlich komisch, wenn wir dann die Parität nicht auch noch erreichen. Wir sind also ziemlich nah dran und das große Problem bei der ganzen Geschichte ist, es war noch nie so wahrscheinlich, dass man die Parität erreichen könnte, wie es eben ist, seit der Wahl von Donald Trump ist. Donald Trump sagt die USA als erstes und letztendlich auch dadurch der US-Dollar eben stark gewinnt durch Zinsen und das ist auch letztendlich hat Donald Trump angekündigt, dass es eine Amnestie für Steuerflüchtlinge gibt, die ihre Dollar wieder heim ins Land holen. Das bedeutet also, dass auch viele Dollars abgezogen werden aus anderen Regionen, also dass diese Dollarflucht aus den Schwellenländern beispielsweise sich beschleunigt. Dadurch kollabieren die Währungen der Schwellenländer und gleichzeitig wird der US-Dollar eben immer stärker. Das sind alles Punkte, die jetzt eben dann doch dazu führen, dass eben auch Euro-US-Dollar immer weiter unter Druck kommen. Könnte man ja eigentlich sagen, juhu, dann kann ja Deutschland demnächst wunderbar preiswert exportieren. Die spannende Frage ist nur ganz einfach, wo wir da noch hin exportieren wollen. Donald Trump will ja in Zukunft vor allem Infrastruktur bauen. Baumaschinen bauen die Amerikaner allerdings selber und sie können auch Autos selber produzieren. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob eben dann deutsche Hersteller in Zukunft auch noch gefragt sind. Das wird alles sehr, sehr spannend werden, wie sich das so weiterentwickelt. Es kann also durchaus sein, dass es für ausländisches Kapital schwerer sogar wird, in den USA so richtig zu investieren. Und vor allem wird es eben schwer, dahin was zu exportieren. Also das könnte dann die europäische Wirtschaft auch durchaus treffen. Deswegen muss also dieser stärkere US-Dollar nicht unbedingt positiv für die europäische Exportwirtschaft sein, es sei denn, wir finden neue Kooperationspartner. Mir würde sofort einer einfallen, der heißt Russland. Dazu müsste man aber mit Wladimir Putin mal einiges bereden. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich überhaupt nicht möglich sein sollte. Wir sollten vor allem eher mit Putin reden, als es Donald Trump macht. Vielleicht, denn wir haben in Russland eigentlich wirtschaftliche Interessen und Russland und wir haben auch ein gemeinsames Interesse in Europa eigentlich, was auch Sicherheit betrifft. Und darüber sollten wir reden mit Putin und nicht so tun, als wenn wir mit ihm nicht reden, dass dadurch irgendetwas besser wird. Schauen wir mal auf Euro-Türkische Lira und da sehen wir, rot hier mit dem Pfeil markiert, als die Zentralbank aus der Türkei die Zinsen angehoben hat, ist die türkische Lira tatsächlich mal kurz ein bisschen stärker geworden, ohne die Unterstützung bei 3,56 zu erreichen. Und danach passierte genau das Gegenteil. Wir sind schon wieder fast auf dem Monatshöchststand. Das ist schon krass. Und im US-Dollar türkische Lira sieht es fast noch gravierender aus. Auch hier kurze Korrektur. Das hielt allerdings nur ein paar Minuten eigentlich. Und dann konnte man schon wieder zusehen, wie es in die andere Richtung weitergeht. Das ist schon ziemlich krass. Die türkische Lira weiterhin schwer unter Druck. Und ja, das, was da die türkische Notenbank heute probiert hat, das ist auf alle Fälle mal sofort wieder verpufft. Ein Grund könnte auch sein, dass das Europaparlament heute eine klare Ansage gegeben hat. Es hat gefordert, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausgesetzt werden sollen, wozu dann Präsident Erdogan gesagt hat, dass das Ganze nicht weiter relevant wäre, was da das Parlament beschlossen hat. Das ist eben dann auch eben wieder ein Punkt, weshalb wir die Verhandlungen mit der Türkei abschließen müssen. Ein Präsident, der das Parlament so missachtet, der hat dann letztendlich in der Europäischen Union auch nichts verloren. So einfach ist das. US-Dollar, mexikanischer Peso heute auch seitwärts. Wir sehen, wir sind ein bisschen zurückgekommen aber letztendlich die kleine Korrektur, die wir hier hatten, die geht jetzt eben dann auch nicht weiter. Also es ist hier eben doch die große Angst drin, dass die Abwendung des großen Nachbarn USA
wirtschaftliche Mexiko schon schwer unter Druck bringt. Deswegen heute eben auch die Korrektur der Wirtschaftsprognose fürs nächste Jahr von der mexikanischen Notenbank. Das mexikanische Finanzministerium sieht da übrigens zurzeit keine Notwendigkeit, etwas zu korrigieren. Volatil heute, US-Dollar, südafrikanischer Rand ging auch nicht so richtig weiter. Hier ist ja auch nicht nur, dass der US-Dollar stark ist, sondern hier ist auch zu befürchten, dass der Rand weiter verliert, weil die politischen Fragen in Südafrika nicht so ganz klar sind. Es gibt da Oppositionelle, die der Meinung sind, dass man die Weißen enteignen sollte. Und die südafrikanische Regierung scheint äußerst korrupt zu sein. Und das alles hat dieses Land doch ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht zuletzt. Und das könnte dann letztendlich eben auch dafür sorgen, dass der südafrikanische Rand weiterhin deutliche Verluste haben wird. Gold ist auch weiterhin auf dem absteigenden Ast. Heute gab es eine Seitwärtsbewegung. Es hat sich fast überhaupt nichts bewegt heute. Mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Ich denke schon, zurzeit zumindest mal ist die Unterseite deutlich nach wie vor zu favorisieren. Auch wenn wir im Daily Chart sehen, dass der blaue Tenkan und der orangefarbene Kijun nach wie vor sehr weit auseinander liegen. Also eine Gegenbewegung durchaus sinnvoll wäre, aber so ein Test der 1155, das könnte schon durchaus in den nächsten Tagen noch drin sein. Rohöl heute auch seitwärts, hat sich auch nicht so viel getan. Hier wartet man jetzt wahrscheinlich dann doch auf das Treffen der OPEC in Wien. Was man auch eben sagen muss, was eben zum Beispiel gegen eine Dollarstärke spricht, also oder besser gesagt gegen eine positive Tendenz für die europäische Exportwirtschaft spricht, wenn eben der US-Dollar zu stark wird, dann steigen eben auch die Ölpreise in Euro deutlich. Denn wenn sich der Ölpreis gegenüber dem US-Dollar seitwärts bewegt, dann bedeutet das gleichzeitig natürlich, dass der Ölpreis gegenüber dem Euro trotzdem deutlich steigt. Ne? Das muss man eben auch sehen und das ist wiederum für die Industrie zumindest mal, und das ist ja der große Exporteur, ist das nicht so ganz, nicht eine ganz so gute Nachricht. Das ist eben auch so. Es ist eben immer so eine Frage letztendlich. Ne? Also es ist sicherlich für Exporte schon ganz günstig, wenn die Währung nicht ganz so stark ist. Aber wenn sie dann eben viel zu schwach ist, dann kommt eben die Frage der Energiepreise wieder zum Vorschein und das ist dann alles andere als gut. Dann wollte ich noch schnell Platinum zeigen. Das hat heute irgendwie die andere Richtung bevorzugt als andere Rohstoffe. Minus 1% ging es hier nach unten. Hier haben wir auf der Oberseite bei 952 auf alle Fälle mal einen guten Widerstand. Und auf der Unterseite, ob die 911 und 912 hier noch lange hält, das muss man mal schauen. Auf der anderen Seite Kupfer, genau die andere Richtung, heute plus 2,4% gestiegen. Da sind wir wieder bei 270 und beim Hoch schon wieder vom Ende der vorvergangenen Woche. Und ja, in diesem Spannungsfeld haben sich heute die Rohstoffe verhalten, auch nicht schlecht, ne? Und dann haben wir noch US-Dollar, japanischen Yen. Der Yen hat auch heute weiter verloren. Das ist schön für die Japaner. Inzwischen sind wir sogar bei über 113. Schauen wir noch schnell auf den morgigen Tag. Da gibt es nicht wirklich viel zu berichten. Verbraucherpreisindex aus Japan, dann das BIP aus Großbritannien und der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistung vom Market Institute in den USA. Die vorläufige Lesung. Ansonsten morgen in den USA verkürzter Handel. Die meisten Händler werden wohl morgen nicht zum Dienst erscheinen und langes Wochenende feiern. Das wird dann auch entsprechend wieder einen dünnen Handel bedeuten. Ja, ansonsten gab es heute noch Michael Fuchs, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Der hat von Andrea Nahles in diesem Falle gefordert, dass es ein Gesetz geben soll zur Vermittlungspflicht, zur Schlichtungspflicht in Tarifkonflikten geben soll und sie das also auf den Weg bringen sollte. Da geht es letztendlich um den Streik bei der Lufthansa und dass eben ein paar Piloten letztendlich hunderttausende Passagiere ausbremsen. Wenn der Herr Fuchs mal Zeit hat, dann sollte er vielleicht mal ins Grundgesetz, Artikel 9 Absatz 3 schauen und dann weiß er, warum Andrea Nahles sich die Mühe nicht machen braucht. Das ist nämlich ein grundweg verfassungswidrig. Und da sieht man also auch,
Es ist also immer wieder spannend, dass so etablierte Politiker immer so viel von Populismus sprechen und dann selbst so viel Populismus präsentieren. Mit diesen Anmerkungen möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche einen wunderbaren Abend. Bis morgen.